Mit diesen drei Forderungen würde ich auch gerne starten. Toni Hofreiter sagte, Qualität stimmt einfach nicht. Wir bräuchten eine Kennzeichnungspflicht. Und ich glaube, die Frage ist Ihnen, Herr Stock, auf den Leib geschneidert als Fleischer, Vertreter der Fleischerinnung Berlin. Dazu haben Sie sicherlich eine Meinung. Und selbstverständlich können wir dann darüber hinausgehen, aber ich glaube, das wäre ein guter Start, der gerade von Ihnen sicherlich gut diskutiert werden kann. Vielleicht auch gerne kontrovers. Also ich glaube, ich bin so laut, dass man nicht versteht. Also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich sollte heute so ein bisschen den Kontrapunkt hier abgeben, ist mir gesagt worden. Ich tue mir jetzt momentan ein bisschen schwer damit, weil also das Einzige, wo wir uns eigentlich so richtig in die Rolle kommen können, ist, dass er ein Altbayer ist und ich ein Franke. Also das ist so das Konfliktpotenzial, das Erste. Aber es sind doch schon ein paar Punkte, über die man durchaus trefflich streiten kann. Also wie gesagt, ich bin Vertreter nicht der Fleischindustrie, sondern ich bin Vertreter des Freier Handwerks in Berlin, auch in Brandenburg natürlich ein Stück weit. Und das Thema Kennzeichnung ist natürlich ein Wunsch, der für viele sicherlich im Raum steht. Ich habe mir das mit den Eiern mal angeguckt, die ist ja auch zitiert worden. Foodwatch hat ja da eine sehr interessante Studie dazu abgegeben und hat dann mal gesagt, ja, wie ist es denn jetzt tatsächlich, was ist denn dadurch entstanden, dass wir eine Kennzeichnung bei den Eiern gemacht haben? Es ist entstanden, dass der Einzelhandel weitestgehend auf die Käfighaltung verzichtet hat. Und das ist schon mal ein gutes Signal. Andererseits steht aber in der Studie genauso drin, dass das Tier, dass die Tiergesundheit durch das Kennzeichnungssystem sich nicht deutlich verändert hat. Also da hat man sehr, sehr viel untersucht. Ich kann es wirklich nur allen empfehlen, auch mal diese Studie zu lesen. Und ich tue mir dann auch schwer, wenn ich sage, was mache ich denn jetzt mit dem Hackfleisch? Ich habe jetzt ein Hackfleisch und jetzt kennzeichne ich das. Der das verarbeitet, der hat manchmal überhaupt nicht die Möglichkeit, hier überhaupt eine vernünftige Kennzeichnung vorzunehmen, denn es kann manchmal wirklich aus mehreren Chargen Fleisch bestehen. Beim gemischten Hackfleisch, da haben wir dann eben Rinderhack, dann haben wir einen Schweinehack. Das wird in ganz kleinen Bereichen wird das sicherlich möglich sein und da wird man auch eine Kennzeichnung durchführen können. Ich stelle mir das bloß wirklich flächendeckend sehr schwierig vor und ich weiß auch nicht, ob das also die Frage der Kennzeichnung in der Tat wirklich die Lösung sein wird, dass wir einen mündigeren Verbraucher bekommen. Ich glaube, wir müssen ganz viel früher ansetzen, nämlich bei der Bildung in der Schule mit unseren Kindern und dass wir einfach sensibilisieren für solche Themen. Nur Kennzeichnen reicht nicht. Aber die Qualität stimmt schon mal nicht, wenn ich Sie richtig verstehe. Im Querschnitt die Qualität des Fleisches. Die Qualität des Fleisches stimmt nicht. Ja, ich weiß nicht, ob die stimmt oder nicht stimmt. Also unsere, ich muss jetzt mal wieder sagen, Handwerk, wir leben davon, dass die Qualität gut ist, weil wir haben den Kunden, den wir tagtäglich vor der Theke haben und dieser Kunde vor der Theke, der sagt sehr genau, ob die Qualität gestimmt hat oder nicht. Ich mache das immer an einem ganz flapsigen Beispiel, sagt, gehen Sie mal in den Supermarkt und reden Sie mal mit dem abgepackten Schmetterlingssteak und vergleichen Sie das dann, wenn Sie mit der Fleischerfachverkäuferin reden, wie kann ich Ihnen zumindest noch sagen, wo der Meister die Produkte hernimmt. Also Qualität ist für uns überlebensnotwendig und ist existenziell wichtig. Aus meiner Kenntnis haben sich ungefähr 80% unserer Berliner Fleischer, es gibt in ganz Berlin noch 100 eingetragene Fleischhandwerkerfleischereien, davon können Sie nochmal so 30-40% abziehen, aber die haben sich den sogenannten Markenfleischprogrammen angeschlossen. Andrew Hofreiter hat vorhin von Neuland gesprochen. Neuland hat einen Standard und wenn der Neuland-Kunde zum Neuland-Fleischer kommt, dann kann er sicher sein, dass er dieses Fleisch dann auch bekommt. Es gibt noch Landjuwel, es gibt noch jetzt bäuerliche Erzeugergemeinschaft aus Schwäbisch Hall. Das sind alles so Programme, die für unsere Fleischer aber lebensnotwendig waren, um sich ein Stück weit auch vom Markt und von der Konkurrenz abzusetzen. Und deshalb ist die Qualität aus diesen Programmen, zumindest aus meiner Kenntnis heraus, ist sie toll. Das Einzige, was uns fehlt, ist die Regionalität. Denn das Ganze kommt aus Niedersachsen bzw. aus Schwäbisch Hall, also Baden-Württemberg, und wird durch die Republik gekarrt. Also wir würden uns sehr wünschen, dass wir das aus Berlin und Brandenburg kriegen können. In Berlin kann nicht mehr selbst gedacht werden. Ja, mal so zu dem, vielleicht als Versuch einer Antwort. Danke, Herr Stock. Regionalität ist eigentlich dann schon ein guter Stichpunkt für Dieter Dombrowski. Vielleicht auch, können Sie auch vielleicht noch was zu der Forderung von Toni Hofreiter sagen. Wir brauchen Systemwechsel, wir brauchen andere Gesetze. Sie als Landtagsabgeordneter müssten dazu sehr viel sagen können. Naja, es bedarf natürlich vieler Dinge. Es gibt da nicht einen Ansatzpunkt, sondern es ist da auf
viel hiermit arbeiten und ich denke, dass wir mittlerweile auf einem ganz guten Weg sind, was das Problembewusstsein und auch das Verbraucherverhalten betrifft. So finde ich das jedenfalls. Und ich bin ja CDU-Abgeordneter, 1999 im Landtag, damals ja noch als Umweltpolitiker eingestiegen. 2009 bin ich dann auch gleichzeitig Agrarsprecher geworden. Und mit dem Jahr haben wir in der CDU-Fraktion auch einen anderen Kurs eingeschlagen, dass ich Chef einer Agrarwissenschaft ist oder selbst 1000 Hektar Landwirtschaft, die er sich zusammen gekauft hat.
heißt bei den Unionskreisen, wir müssen die Landwirte stärken und stützen, weil die uns alle wählen. Das ist ja mitnichten so. Das stimmt ja so gar nicht. Ich kann ja auch sagen, leider, in Warnburg hat es nie gestimmt. Von daher hat man das Argument hier falsch gewesen. Die Landwirte überlegen sich auch, aber die Landwirte sind gut organisiert, traditionell. Das muss man auch sagen. Und wenn die Landwirte, egal in welchen Bundesländern, der Politik auf den Boden rücken, dann wissen sie, wo sie da Erfolg haben, wo sie vielleicht erst gar nicht hingehen, müssen wir noch einen Höflichkeitsbesuch machen. Das gibt die Politiker, die lassen ihn gar nicht durchsetzen. Und von daher, ich bin gegen die Bundeslandschaftsminister sagen, ja, jetzt von meiner Partei, glaube ich. Aber man muss auch widerstehen können als Politiker. Jetzt Becker so. Vielen Dank, Herr Dombrowski. Das war ein guter Ansatzpunkt, glaube ich, schon für immer. Fördermittel. War ja auch ein Vorwurf von Anton Rothweiler. Wir müssen die Förderung umstellen. Wie müssen wir eigentlich umstellen? Du bist mal verpasst. Ich würde jetzt noch nicht gleich auf die Förderpolitik eingehen. Grundsätzlich brauchen wir natürlich einen Landwirtschaftsminister auf Bundesebene, der versteht, dass er letztendlich den Taktstock in der Hand hätte, mit dem er das ganze Orchester letztendlich orchestrieren könnte. Und dieses ganze Nebeneinander aus Verbraucherschaft und Handel und Verarbeitungsindustrie, die Bauern, Bauernverbände, also Berufsstand etc., bis hin dann zu den Förderprogrammen, dass man das alles ineinander führt und dann auch eine Richtung vorgibt, wo dann jeder weiß, da geht es lang. Dann würde sich der Verbraucher aufgehoben fühlen. Also auch Thema mit natürlich Kennzeichnung, also da hätte ich auch noch eine andere Meinung dazu. Um an der Stelle einfach mal diesen Paradigmenwechsel letztendlich dann wirklich für alle nachvollziehbar auf den Tisch zu bringen und damit dann alle wissen, es ist verdammt komplex, dieses agrarpolitische Thema, aber wenn die Richtung stimmt und jeder seine Rolle dazu geordnet hat, dann würde das mit Garantie laufen und letztendlich hängt es natürlich bei dem Thema auch am Bauernverband als der berufsständischen Lobby. Wenn die heute sagen würden, lieber Christian Schmidt, mach uns eine Kennzeichnungspflicht, wir wollen, dass unsere qualitätsorientierten Betriebe am Markt überhaupt eine Chance haben, dann würde es 3 oder 4 Tage dauern, wo ich sag's mal, der Minister noch eine Schaumfrist verziehen lässt und dann würde der das umsetzen. Er könnte das von heute auf morgen machen. Aber das Problem von dem Verstehen ist halt einfach ein grundsätzlicher Paradigmenwechsel, den wir in die Köpfe aller handelnden Personen reinkriegen müssen. Schreibst du mal einen Paradigmenwechsel, den musst du dir dann ausrichten. Wir müssen weg von der Preisführerschaft hin zu einer Qualitätsführerschaft. Es ist doch so, also Preisführerschaft heißt letztendlich, auf Perspektive überlebt nur derjenige, der am günstigsten anbieten kann. Und das ist im landwirtschaftlichen Bereich ganz tief in alle Köpfe runtergemieselt. Das ist auch seit 40 Jahren oder jetzt hier in Warnburg seit 25 Jahren die selbsterfüllende Prophezeiung. Wachse oder weiche. Wachse oder weiche. Du hörst es überall. Egal, ob du irgendwo Landwirtschaft an einer ganz normalen Berufsschule lernst, ob du an der Universität bist, ob du irgendwie Doktorand bist etc. Der Berufsstand versteht sich auch hauptsächlich als der Interessensvertreter der Wachstumsbetriebe. Und so kommt es, dass der Bauernverband letztendlich auch diese Geschichte letztendlich erzählt und die Agrarpolitiker alter Couleur, egal ob jetzt SPD oder CDU, sind diejenigen, die das im Prinzip noch erzählen. Und so kommt es, dass tatsächlich, selbsterfüllende Prophezeiung, es war genau die letzten 30, 40 Jahre so, nur derjenige, der diesem Wachse oder Weiche Dogma gefolgt ist. Und zwar durchaus auch mit der Erklärung, du als einzelner Landwirt, du hast es nicht in der Hand, den Marktpreis, den du erzielen kannst, egal ob du Milch, Schweinefleisch, Hähnchen, egal was du produzierst. Du hast es als Landwirt nicht in der Hand. Derjenige, der das bestimmt, ist mehr oder weniger der anonyme Markt. Und den hast du nicht im Griff. Das Einzige, was du in den Griff kriegen kannst, ist an deiner Kostenschraube zu drehen. Und deswegen hat jeder Landwirt, der heute noch existiert, die letzten 20, 30, 40 Jahre immer versucht, an der Kostenschraube zu drehen. Und der deutsche Bauer ist mittlerweile an der Stelle sogar so erfolgreich, dass der Bauernverband sogar schon von der Eroberung des Weltmarktes
tatsächlich dann träumt, weil am Weltmarkt zählt nur der Preis. Und die Prozessqualität, die uns so wichtig ist, die fällt hinten runter. Und genau das ist das Problem, dass all die Probleme, die wir heute haben, diese ganze Diskrepanz zwischen der zivilgesellschaftlichen Erwartungshaltung, was man sich von einer guten Landwirtschaft erwartet und dem, was sie tatsächlich macht, die Diskrepanz kommt daher, dass der Bauer die Botschaft zwar hört, aber weiß, wenn ich das mache, pustet mich der Markt weg. Du kannst jedem Hähnchenmester fragen, ob er den Gedanken nicht zulassen würde, dass er seinen Tieren 20, 30, 40% mehr Platz gibt. Sagt jeder, ja, toll, finde ich. Und ich würde ihnen sogar irgendwelche Strohballen rein tun, damit sie rauf und runter hüpfen können. Aber wenn ich das mache, gibt es mich in 3 Jahren nicht. Und bei den Schweinemästern ist es genau die gleiche Nummer. So, und das ist eine weltanschauliche Doktrin, ein Dogma, ein Paradigma, der herrscht noch in weiß der Teufel 80-90% der landwirtschaftlichen Betriebe und Betriebsleiter einfach. Das ist ganz tief drinnen. Und da müssen wir es schaffen, an diese Diskussion ranzukommen und ihnen auf der einen Seite klar zu machen, dass dieser Weg der Preisführerschaft ins Verderben führt. Preisspirale nach unten, Schweinefleisch, Milchpreis, oder was? Das ist alles immer Menge aus ihnen kostengünstiger produzieren, in der Hoffnung, dass man übermorgen derjenige ist, der übrig bleibt, weil ich günstiger produzieren kann als mein Nachbar. Und wenn das alle machen, dann geht die Spirale nach unten. Und dann bin ich auch, das hat mit dem Weltmarkt, also mit Welternährung etc., das sind Worthülsen, die uns da serviert werden. Da müssen wir wirklich ran, um diesen Wahnsinn letztendlich auch den einzelnen Landwirt ihm vor Augen zu führen und damit er kapiert, dass er Gefangener eines Systems ist, das ihm selber vom Bauernverband nicht mehr vor die Kinder bringt. Wir müssen allerdings dazu auch die Rahmenbedingungen verändern. Natürlich! Sonst ist er weiter in dem System gefangen. Richtig. Solange man die politischen Rahmenbedingungen nicht verändert, kommt der Einzelne raus, sondern er kommt vielleicht raus, wenn er auf Bio umsteigt, wenn er auf Neuland umsteigt, wenn er regional macht und so weiter. Aber das ist gar nicht einfach. Das sind ganz wenige Nischen. Genau, aber in der Masse kommt er nicht raus, solange das System so ist. Solange das System zum Beispiel so ist, dass die 3-4% größten 25% des Geldes ist. Und wir hätten da ganz schnell einen Konsens, warum deckelt man das Geld nicht? Warum sagt man nicht, ab einer bestimmten Summe kriegst du nicht mehr Geld und das übrige Geld verteilt man dann auf die anderen? Warum verteilt man nicht stärker nach Qualitätskriterien? Davon könnten die Kleinen und Mittleren viel stärker profitieren, weil die viel besser in der Lage wären, sich entsprechend an die Qualitätskriterien anzupassen. Warum macht man nicht eine klare Regionalitäts- und Prozessqualität-Kennzeichnung? Die Prozessqualität-Kennzeichnung ist es. Wir haben das dann mit 3, 2, 1, 0 im Detail ausbuchstabiert, das können wir immer noch ausbuchstabieren. Warum sorgt man nicht für bestimmte gesetzliche Hinterstandards? Und warum bekämpft man nicht sowas wie TTIP und CETA, wo ja angeblich unser wirtschaftliches Heil dran hängt? Allerdings wissen wir, dass zum Beispiel die Höfe in den USA leider so groß sind als die durchschnittlichen Höfe in Deutschland. Was bedeutet das denn? Der Wettbewerbsdruck wird noch stärker, der Preisdruck wird noch stärker und die dürfen nochmal andere Methoden einsetzen wie hier bei uns. Die haben gentechnisch veränderte Pflanzen am Start, die resistent sind gegen totale Herbizide. Die haben Hormonfleisch entsprechend am Start. Dann weißt du immer, ja, das kommt alles nicht zu uns. Ja, das möchte ich mal sehen, wenn wir dann entsprechende klare Privilegien für die Konzerne haben und so weiter und so fort. Deshalb glaube ich, dass um aus der Spirale, die du genau beschreibst, rauszukommen, müssen wir durch politische Maßnahmen die Rahmenbedingungen ändern. Im Idealfall in ganz Europa, aber man könnte in Deutschland schon mal anfangen. Genau, jetzt kannst du uns nochmal konkreter machen, was man aus deiner Sicht machen müsste, wie man die Rahmenbedingungen ändern müsste. Also ein Punkt, den wir bis jetzt noch nicht gemacht haben, war, glaube ich, so die Überzeugungsarbeit. Du sagst, wir müssen dem Landwirt klar machen, dass. Also letztendlich, was die Überzeugungsarbeit betrifft, setze ich da ausschließlich wirklich auf den informierten Verbraucher und zwar nicht. Ich persönlich, nicht an der Ladentheke, weil da ist er tatsächlich heillos überfordert. Ich gesagt, also wir hatten vorher schon erzählt, und Bauernglück und grinst einem das glückliche Schwänzchen an. Also verarschen kann ich mich als Verbraucher auch selber. Ja? Aber wir haben durch viele Marketing- und auch Politikuntersuchungen die Ansage, dass
mehr, deutlich, stabil, mehr wie 80% der denkenden Bürger wünschen sich mehr Tierwohl. Und wir wissen auf der anderen Seite, dass Bio, Neuland etc. nur bei 1% Menge gekauft wird. Da gibt es also einen maximalen Widerspruch. Ja? Aber letztendlich, wenn der einzelne Verbraucher überfordert ist, aber sich es wünscht, als politisch denkender Mensch, dann ist es Aufgabe des Staates, mehr oder weniger treuhänderisch, ich sage mal, für die Mehrheit der Bevölkerung an der Stelle dann tatsächlich aktiv zu werden. Und letztendlich, wenn ich das jetzt nur am Beispiel des Tierwohls mal durchdekliniere, wir haben ja jetzt eine Blaupause, das war jetzt eine wissenschaftliche Beirat für Agrarpolitik in der Tierhaltung, ja, am 19. März vom Bundeslandwirtschaftsminister, ne? Er hat am 19. März ein 400 Seiten starkes Gutachten, zur Überraschung aller, auf den Tisch gelegt, wo er exemplarisch ausführt, wieso dass eine andere, eine artgerechtere Tierhaltung notwendig ist. Es ist machbar und er sagt sogar, es ist finanzierbar. Aber mit zeitlicher Geduld. Ich muss natürlich Abschreibungszeiträume von Stallbauten etc. berücksichtigen. Und ich muss auch dieses Nebeneinander von wie viel soll möglichst der Endverbraucher zahlen, wie viel soll der Staat zahlen, also wer hat welche Aufgabe, welches Instrument bringt welches Geld. Und da sagt er klipp und klar, Kennzeichnungspflicht ist allein für eine Milliarde zuständig. Die Verbraucher, die bereit sind, für ein Tierwohl mehr Geld auszugeben, die einleiten, das zu tun. Eine Milliarde. Dann sagt er, eine Milliarde wäre auch drinnen bei der Ausweitung der Tierwohlinitiative des Bauernverbandes, weil es einfach ein geniales Verteilinstrument ist, weil ich genau die Betriebe da abholen kann, wo sie rumlaufen. Dann natürlich dieses ganze Förderinstrumentarium, also das ist schon angesprochen worden. Wir geben 5 Milliarden letztendlich jährlich europäisches Geld für deutsche Landwirte aus und es wird mit der Gießkanne über alle Hektare verteilt. Egal was der macht, und egal ob der Tiere hält oder nicht, oder egal ob er sich gut oder schlecht hält. Das ist natürlich ein Förderinstrument, das der Vergangenheit angehören muss. Wir haben nur das Problem, dass wir nicht von heute auf morgen aus dem System rauskommen. Ja? Aber es gibt kleinere und größere Bausteine, die man da an der Stelle drehen kann. Und hat mit der Gerd Lindemann sogar vor 2 Monaten sogar den Vorschlag in die Welt gesetzt, man könnte sogar nachdenken, in der nächsten Förderperiode, wenn die Steuererhöhungstabu von der Merkel dann verbraucht ist, dass man dann die Mehrwertsteuer für tierische Produkte von 7% auf 19% erhöht und mit dem Geld genau die ganzen Maßnahmen, die notwendig sind, damit letztendlich die Landwirte für ihre gute Arbeit oder ihre bessere Arbeit einfach honoriert und bezahlt werden. Da möchte ich eigentlich sehen, was da der Bauernverband dagegen haben kann. Ja, also ich muss dich schon an der Stelle abholen und was auch ein ganz wichtiges, zentrales Instrument ist, ist natürlich Beratung. Beratung über alle Facetten, natürlich von außen Fortbildung, aber dann wirklich in die Betriebe rein, über Demonstrationsbetriebe etc. zeigen, wie man es anders machen kann. Danke, Herr Hilmer. Jetzt mal gerade Stichwort Förderung für Landstock. Einspruch euer Herr. Also das ist alles ja richtig. Ich würde mir das auch wahnsinnig gerne wünschen. Das Problem ist aber ein ganz anderes. Wir sind momentan in der tiefsten Krise der Landwirtschaft, die man sich überhaupt vorstellen kann. Es gibt eine komplette Perspektivlosigkeit bei unseren Landwirten in Brandenburg. Die sitzen dort und sagen, was sollen wir denn um Himmels Willen tun? Wir gehen zu unserer Bank, zur Volksbank oder zur Sparkasse und sagen, wir müssen investieren, wir wollen uns auf den Weg machen. Und dann kommt jetzt die Aussage, ja, irgendwann mal wird sich der Fördermechanismus verändern. Da wird durch Diskussionen dann mal irgendwas gefördert. Irgendwann, nein, nicht irgendwann, sondern heute. Wir haben jetzt das Problem, Anton Hofreiter hat vorhin davon zu Recht gesprochen, dass 70% der Schweinemäster der kleineren und mittleren Betriebe in Niedersachsen hops gegangen sind. Die Situation haben wir in Brandenburg schon
zum großen Teil hinter uns. In Mecklenburg-Vorpommern liegen wir momentan bei 48% aller Schweinehalter, die ihren Laden einfach zumachen. Und wenn man zu den Sitzungen nicht zu den Funktionären, sondern zu den Bauern vor Ort geht und spricht mit denen, dann sagen die, 2016 ist für uns das entscheidende Jahr. Und wenn am 31.12.2016 unsere Zahlen nicht stimmen, dann machen wir den Laden dicht. Wir hatten jetzt im Ernährungscluster eine Diskussion zum Thema Nachfolge in den landwirtschaftlichen Betrieben, in den kleineren und mittleren Betrieben. Es ist kein Mensch mehr da, der das übernehmen will, weil auch eine Perspektivlosigkeit nach außen hin gezeigt wird. Junge Menschen, die dann den Betrieb übernehmen und sagen, jawohl, das ist die Zukunft für uns, die wollen heute Entscheidungen haben, die müssen auch heute mit Entscheidungen leben, um dann für sich selbst die Entscheidung zu treffen, mache ich das oder tue ich das nicht. Also dieses langfristige auf irgendwelche möglichen Paradigmenwechsel in der Zukunft zu hoffen, wird nur diejenigen stärken, die die finanziellen Mittel bereits haben und die zu ihrer Bank gehen können, nämlich zu den internationalen Banken gehen und sich zum relativ guten Zinssatz dann das abholen und sagen, was der Kleine nicht kann, können wir und wir gleichen das mit Größe und mit Masse wieder aus. Das ist meine Sorge bei dem ganzen Thema und deswegen, ich sage das aus einem ganz konkreten Hintergrund. Der Michael Nimmer weiß es, wir haben in der Prignitz oben haben wir einen Schweinebauern, konventionell, Massentierhaltung. Oh, Spaltenboden, Stallhaltung, 12.000 Schweine. Massentierhaltung. Der hat gesagt vor 2 Jahren, ich kann nicht mehr, ich werde das nie überleben mit diesem System, ich stelle jetzt um. Ich schmeiße die Spaltenböden raus, ich kopiere keine Schwänze mehr, ich baue meine Stelle um. Ich mache einen Freilauf, für die Stelle. Der will auch weiterhin in der Stallhaltung bleiben, aber will also einen signifikanten Qualitätswechsel gestalten. Ja, was glaubt ihr um Himmels Willen, was der Mensch für eine Tour durch die Banken und durch die Fördermittel der ILB und die ganzen Dinge durchgehen musste? Der ist bis heute noch keinen Schritt weiter, obwohl er vor einem Jahr eine einzelbetriebliche Förderung bei der ILB in Brandenburg beantragt hat. Weil aber der Dirigent des Gesamtorchesters an der Stelle fehlt. Nein, da gibt es einen Landwirtschaftsminister in Brandenburg und da gibt es eine ILB und da gibt es einen Finanzminister und die können da auch was verändern. Also immer da zu gucken auf den Landwirtschaftsminister, der irgendwo in Berlin rumsitzt. Der kommt aus Franken, ich kann nichts dafür. Aber, und ich war mal auf CSU-Mitglied, aber das ist auch kein Problem. Ich will nur damit sagen, die Frage ist, wir brauchen einen Kontrapunkt. Heute ist bei der FDP noch schlimmer. Also, nein, aber wir brauchen jetzt die Lösungen und wir brauchen jetzt letztendlich auch alle zusammen, Bauernverband, Bauernbund, CDU, weiß der Teufel, wer alles, die müssen jetzt am Händchen nehmen und müssen sagen, diejenigen, die sich auf den Weg machen, da ist mir völlig wurscht, ob der Biobauer ist, ob der 300 Schweine hat, ob der 5.000 Schweine hat oder 12.000 Schweine hat. Diejenigen, die müssen wir jetzt begleiten und jetzt unsere Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass bäuerliche Landwirtschaft oder kleine und mittelständische Landwirtschaft in Zukunft erhalten bleibt. Jetzt habt ihr aber gemerkt, dass du mir aufgeregt hast. Wunderbar. Was ist kurzfristig machbar? Na, mir ist nochmal wichtig anzumerken, ich vergisst das ja immer so, wenn man über Landwirtschaft redet, über Landwirte, als irgendwie der Sklaven von irgendjemand oder so. Landwirte sind Unternehmer. Richtig. Ja, Landwirtschaftsbetriebe sind Unternehmen. Wir haben ein Privileg, neben all ihren Sorgen, dass sie rund 40% sozusagen ihrer Gesamtkosten, die wir Wirtschaftung brauchen, durch die öffentliche Hand, durch die Förderung gestattet bekommen. Das unterscheidet unsere Marktwirtschaft in dieses Unternehmertum doch ganz erheblich. Ich denke, dass viele Unternehmen dankbar wären, wenn sie jedes Jahr 40% ihrer Grundkosten von irgendjemandem aufs Konto überwiesen bekommen würden. So. Und deshalb muss auch hinterfragt werden, was geschieht denn ja, mit den Mitteln. Und wer keine Fördermittel haben will, der kann auch sich freier bewegen, selbstverständlich. Aber das ist das Argument, wo ich von Anfang an sage, das ist für Brandenburg, da ich halt Lust, dann können wir auch verlangen, sozusagen für die Bürger, was wir von diesen Betrieben erwarten. Und die Begründung, die mir gegeben wurde in der Vergangenheit, wir müssen preiswerte Lebensmittel produzieren, das habe ich nie akzeptiert. Das habe ich nie akzeptiert, weil die Lebensmittel in Deutschland schon immer deutlich günstiger sind als in Österreich oder egal, wo wir in Europa hinkommen, sind die Lebensmittel deutlich teurer. Und es kann ja nicht sein, wenn ein Volk an Überernährung leidet, dass wir dann noch alles dafür tun, dass die Lebensmittel immer billiger werden. Das ist ja ein Unsinn. Und von daher ist eben auch jeder Landwirtunternehmer und auch in der Verpflichtung für seinen Betrieb nachzudenken über das nächste Jahr hinaus. Ich war selbst nicht nach Geschäftsführer einer Beratungsgesellschaft, denken das auch nicht immer unsere so, Gesellschaft, da sagt man, da muss jetzt nicht läuft. Entweder fällt jemand ein als Geschäftsführer
oder bist umstrukturiert, wissen, was das heißt. Ja? Das ging dann am Ende auch weiter, aber das ist doch unternehmerische Verantwortung. Und ich kann nicht erwarten, dass mir das Staat oder die Steuerzahler einfach diese Verantwortung abnehmen. Und die kleinen und die großen Betriebe können entscheiden, ob sie ihren Betrieb umstellen wollen. Es gibt doch gar keinen Grund, weshalb nicht große Agrarbetriebe auch auf Biolandwirtschaft umstellen können. Ich weiß aus meiner Region Westhavelland, durch meine Töchter, da habe ich ja guten Kontakt zu den Biohöfen, die Milchbauern, die Biomilch produzieren nach den Kriterien, die haben kein Problem mit dem Preis. Andere haben natürlich. So, und deshalb muss man sich eben auch darauf einstellen. Ich kann nicht erwarten, dass mein Betrieb immer vom Steuerzahler gepampert wird über die Jahre. Da muss ich mich eben verändern. Und wenn wieder mal die Stockerkennung schon hier wird, Zeit braucht, der Junge, glaube ich, ja. Ja, ich habe jetzt da den Faden so verloren, deshalb will ich jetzt nicht dummes Zeug erzählen. Aber man muss von den Landwirten erwarten, dass sie sich den Marktgegebenheiten anpassen und es ein größeres Verbraucherverhalten zu verzeichnen. Darf das nicht als Bedrohung, sondern muss als Chance verstehen. Und im Land Brandenburg zumindest, in dem kleinen, wo er viel falsch gemacht wurde, da machen wir auch so was richtig. Und ich sage mal, das Ärger ist ja, das sind ja die Massentierhaltungsanlagen. Und hier wird das ab 2017, werden die Fördermittel, diese Massentierhaltungsanlagen gedeckelt aus 600.000 Euro. Da ist maximal eine Investition von 1,5 Millionen Euro möglich. Und draußen gibt es auch sozusagen die, also für die Pflege, dass die Pflege und Förderungspflege eingehalten werden. Und wie ich es auch schon vorhin sagte, dass wir, das wird leider erst das noch geprüft, aber es ist unvermeidbar, dass zukünftig auch Stallanlagen, die im Moment noch privilegiert sind, wenn sie dann auch unter das Bundesnaturschutzgesetz fallen, dass sie zukünftig unter unser Brandenburger Baugesetz fallen, dass die Kommunen auch mitbestimmen können, was dahin kommt und was nicht. Da, also von daher da darf man sich, finde ich, jedenfalls als Landwirtschaftsvertreter auch nicht gegen wehren, weil immer da, wo Steuergeld in dieser Größenordnung verwandt wird, muss man es sich gefallen, dass es hinterfragt wird. Die Deutschen verhungern nicht. Genau genommen müssen wir gar keine Landwirtschaft haben, wir sind so reich, wir können es alles einkaufen. Die einzige Begründung für mich, dass überhaupt die Landwirtschaft eine Förderung bekommt in dieser Größenordnung, ist so wie immer, dass auch ein hochentwickeltes Land wie Deutschland in der Lage sein muss, seine Bürger mit eigenen Lebensmitteln zu ernähren. Nicht nur, weil man sie besser unter Kontrolle hat, sondern wenn wir irgendwann mal nicht mehr geliefert kriegen würden, dann hätten wir nicht mehr, dass wir ohne Bananen auskommen oder Benzin haben wir uns vor 20 Jahren gezeigt, aber wir brauchen Kartoffeln, wir brauchen Fleisch, wir brauchen Eier, Fisch und so mehr. Das ist der Grund, weshalb wir auch die Förderung aus meiner Sicht noch gerecht haben. Und nochmal, erste Frage, Begriffsklärung. Was ist Massentierhaltung? Kann mir das mal jemand erklären? Was ist? Also wo hört es die an? Wo geht die hin? Und wo hört sie auf? Dann gehen wir gleich mal zu den Hofmitarbeiter und danach an Michael. Massentierhaltung ist die Form der Haltung. Und das erkennst du sozusagen, Massentierhaltung erkennst du daran, dass die Tiere wenig Platz haben. Massentierhaltung erkennst du daran, dass die Tiere entsprechend dem Stall angepasst sind und nicht der Stall den Tieren angepasst ist. Massentierhaltung erkennst du daran, dass entsprechend Futtermittel zugekauft werden. Und Massentierhaltung erkennst du daran, dass der Hof Problem hat mit der Überproduktion seiner Gülle, man könnte auch direkt sagen, seiner Scheiße. Daran erkennst du Massentierhaltung. Jetzt ist auch keine Zahl. Wir können auch an Zahlen festhalten, also an Begriffsgrößen. Genau, das ist die Art der Haltung. Sondern nur Art der Haltung. Das kann bei einem 300 Schweinebetrieb schlimmer sein als bei einem 6000er. Und da sind wir uns auch nicht einig. Gut, dann können wir weiter reden. Okay, aber mit Michael Wilmer weiter. Und dann möchte ich die Diskussion öffnen, gerne für Fragen. Ich möchte auch nochmal ansetzen, wo der Martin aufgehört hat. Wenn ich jetzt gerade die Milchvieh-Situation momentan mir angucke, natürlich tropft es mir auch im Herzen, wenn ich mir das angucke. Aber wir müssen jetzt schon sehen, erstens, das war nicht wirklich unsere Schuld, das war wirklich eine Ansage vom Bauernverband, der sie zur Eroberung des Weltmarktes mit dieser Mengenexpansion geschickt hat. Also die, und das müssen die Bauern selber kapieren, wer länger hier, wer länger den Orchesterstab an der Stelle hatte. Aber wenn wir eine Agrarwende hin zu mehr Prozessqualität, also hin zu mehr
wie die Tiere gehalten werden. Zu mehr Tierwohl, zum Schutz und Mehrung von Natur und Umweltschutz, von Artenschutz, Grundwasser, Oberflächenwasser, Bodenerhaltung, bis hin zu einer schönen, erholungswürdigen Landschaft. Dann sind es alles Faktoren von Prozessqualität. Und wenn ich diesen Paradigmenwechsel dahin schaffen will, dann sind es momentan zwei Hauptfaktoren, die mich daran glauben lassen. Das erste ist tatsächlich, dass ein stetig größer werdender Teil der Bevölkerung, und zwar natürlich sehr stark auf dem Bayerngebirge, aber auch auf dem Lande, auf dem Plattenland, genau das hinterfragen, diesen ganzen Förder- und Ausrichtungs- und Wahnsinn. Und auf der anderen Seite, dass jetzt auch die Bauern Leidensdruck haben und hinterfragen, welchen Prophezeiungen oder welchen Glücksrittern sie an der Stelle die letzten Jahre hinterhergelaufen sind und ob es nicht an der Zeit wäre, für bestimmte Mehrleistungen im Tierwohl, im Natur- und Umweltschutzbereich etc. Wirklich ordentlich entlohnt werden, damit sie auch ihren bäuerlichen Stolz, den sie eigentlich historisch immer hatten, wieder mal auspacken können und sich nicht als Massentierhalter oder sonst wen diffamieren lassen müssen. Ja? Momentan zu Recht, aber aus der Falle müssen schon auch selber raus wollen.